Blablabla. Diesen höchsten und untergeordneten Ordnern, ich muss mal kurz die Aufnahme neu starten. So, diesen höchsten und untergeordneten Ordnern und Vorgesetzten der alten Loge soll in ihren bestimmten Ämtern zufolge der alten Pflichten und Verordnungen von allen Bürgern, von allen Brüdern mit Bescheidenheit, Ehrfurcht, Liebe und Bereitwilligkeit, Gehorsam geleistet werden und von allen Maurern unter der Aufsicht der Bruderschaft. Alter Schwede. Oh Mann. Schauen wir noch mal. So, also oben das allsehende Auge. Dann, was soll das überhaupt sein? Der Adler des Ostens, also eigentlich ja rechts. Setzen wir den einfach mal links hin. Am Arsch, ey. Ach, leckt mich doch. Alter Schwede. Was war denn das bitte? Ein. Wie ewig ich gebraucht habe. Meine Fresse nochmal. Nicht schlecht. Naja, egal. Jetzt haben wir das endlich hinter uns gebracht. Leck mich doch am Arsch. So, ab zum Hafen. Oder. Wohin müssen wir? Ins Grenzland. Ich wollte nochmal kurz nach Davenport. Davenport, Davenport, wie auch immer. Bevor es dann zum Finale geht, das will ich jetzt auch noch machen. Hoffentlich habe ich noch genügend Festplattenspeicher, das gucke ich gleich nochmal fix nach. Will ich hoffen. So. Okay, ab zum Herrenhaus. Aber schnell. So. Rein da. So. Ah. Okay. Was ist das, alter Mann? Nur ein altes Gemälde. Ah, okay, man müsste dann wahrscheinlich doch mal diese interaktiven Gespräche machen, oder was? Etwas, was ich im Moment noch nicht ertragen kann. Eines Tages bringe ich vielleicht den Mut auf, es wieder anzusehen. Aber noch nicht. Okay. Kranker Scheiß. Ich guck mal hier. Ups. Nochmal ganz fix in den Keller. So. Ja, irgendwie ein bisschen spärlich hier alles, was? Nicholas Biddle, den haben wir doch auch schon erledigt. Nur noch der. Nun gut. Untersuchen. Kriegstomahawk. Oh, schon mal wesentlich besser. Steintomahawk ist, naja, in Schaden wesentlich schlechter. Ja. Wieso will der denn jetzt hier untersuchen? Wurfpfeile? Wie kann ich denn da jetzt durchschalten? Alter Schwede. Ja, nein! Alter Schwede, ist das beschissen. So, Kriegstomahawk ausrüsten hier. Erledigt. Was haben wir hier? Dicke Axt. Schwerter. Washingtons. Oh ja, das ist besser. Das ist sogar wesentlich besser. Macht richtig dicken Schaden.
Combo ist sowieso, da ist alles auf Maximum, glaube ich, ne? Ja, meins. Auch wenn es nur ein Replikat ist. Ne? So. Dann können wir jetzt ja endlich mal mit der nächsten Hauptquest fortfahren. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo genau die ist, aber das werde ich auch noch rausfinden. So. Dann würde ich mal sagen, ab ins Grenzland. Ach ja. Alter Schwede, ich spiele schon wieder 2 Stunden fast. Nee, ich spiele sogar schon wieder 2 Stunden. Kranker Scheiß. Hoffentlich habe ich noch genügend Speicher. Ich muss mal eben kurz nachrechnen. Könnte eng werden. Könnte eng werden. Ich hatte nicht so viel Dings. Ich dachte, ich wäre nach 1,5 Stunden durch oder so. Scheiße. Na, damit kann man ja nicht rechnen, ne? Boston? Okay, ab nach Boston. Ah, dann geht's jetzt halt ein bisschen hier ein bisschen Ladebildschirm, genau. Das war's. Nach Boston reisen. Oh ja, das machen wir. So, wo sollen wir denn hier hin? Oh, da gibt's noch eine Siedlungsmission. Na dann. Machen wir das doch nochmal. Wenn wir schon hier sind, ne? Haben jetzt ein richtig geiles Schwert hier. Richtig geiles Tomahawk. Und auch noch Waffen. Also zweiläufige Pistolen, womit wir fett was und machen können. Das klang dämlich. Ach man, 190 Meter. Warum muss das immer so weit sein? Gut, das mit dem Untergrund lasse ich jetzt auch. Habe ich jetzt entschieden. Das war ja penetrant, ey. Hätte ich das früher gemacht, so gleich von Anfang an, dann immer mal wieder, okay, aber naja. So war das irgendwie doch schon ein bisschen beschissen. So, wen haben wir denn hier? Ah, okay. Oh, die sind weg. Oh, bestechen. Warum kann ich die nicht töten? Ja, schon klar. So, nächster. Ah, ich höre ihn doch schon, da ist er. So, bestechen. Danke, Mister. Allerdings reicht das leider nicht. Kleiner Pisser. Da. Der Doktor mit dem bösen Blick. Jo. Alter, wie viele muss ich denn noch bestechen hier? Schon wieder der? Den hatte ich doch gerade schon. Nicht viel, aber trotzdem danke. Wo ist der Mann, der diese Lügen trockt? Der Posten, wo ich die Erdung halte. Da gibt es einen, der mich bezahlt, um das zu verteilen. Solange er so viel Kohle abdrückt, tue ich, was er verlangt. Okay. Das wird er nicht mehr lange können. Da haben wir ihn ja, oder?
Oh, cool. Zweimal bestohlen. Gegenstand aus Bürgermission enthalten. Ton. Einmal Ton, okay. Gut, das hätten wir. Laie kann nun hochwertigere Gifte und Medizin herstellen. Eigentlich umgekehrt, aber... Oh, das gefällt mir doch sehr gut, dass das direkt neben der Schnellreisestation ist. Sehr schön. Oh. Ich wollte ja eigentlich noch nachgucken, ob ich noch genügend Speicher habe. Ich glaube, das mache ich mal eben. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich hatte wohl doch etwas mehr Platz geschaffen, als ich jetzt noch in Erinnerung hatte. Hab noch 200 GB frei. Das dürfte reichen. Schauen wir doch mal, was hier drin so abgeht. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hör auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Lompier vermutlich. Er hört, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Oder nicht. Oh. Vielen Dank. So einfach geht das. So. Ja, dann statten wir doch mal Charles hier einen Besuch ab. Hier ist eine Kiste oben. Okay. Gucken wir mal, was in der Kiste ist. Ich wusste nicht, dass hier eine ist. Interessant. Schauen wir mal. Öffnen. Ah. Truhen in Zentralbezirk plündern. Damit habe ich jetzt alle Truhen hier, oder was? Ach, das ist... Ah, okay. Das sind die Assassinenkollegen hier. So, dann schauen wir doch mal. Ah, Nase juckt. Sollte ja nicht so schwer sein, an den Hafen zu kommen. Alter, hoffentlich ist er auch direkt hier am Pier und nicht irgendwie mitten auf dem Meer. Und es sieht schlecht aus. Als hätte ich es nicht gewusst. Juhu! Ah! So, wo haben wir es denn hier? Scharfschütze, Leibwache. Genau, Leibwache will ich haben. Die mir dann die nervigen Wachen vom Hals halten. So, dann schauen wir mal. Da vorne. Ist das Charles Lee? Jawohl. Das ist er. Oh, und da hat er Schiss. Er läuft wie ganz entspannt. Oh, so viel dazu. Alter, wieso ist der schneller als ich? Voll daneben. Die kleinen Bratzen.